Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Micknaufs Delia. Ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, wenn wir in den DAX hineinschauen, wenn es da rumpelt, wenn es da kracht, wenn die Kurse nach unten laufen, dass immer zwei Unternehmen dann trotzdem gefragt sind, die halt eben defensiven Charakter haben? Ja, das ist die schöne Mutter, nämlich Fresenius, und die schöne Tochter, Fresenius Medical Care. Ja, beide Werte ganz gut gelaufen, muss man sagen. Also da hat man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich hervorragend aufgestellt. Und beide liegen immer dann stabil, wenn es halt eben beim Leitindex, beim DAX dementsprechend massiv nach unten geht. Ja, was gehört alles mit zu Fresenius? Ja, wir haben den Mutterkonzern, wie gesagt, Fresenius. Dann haben wir die Tochter Fresenius Medical Care. Dann haben wir den Klinikbetreiber Helios noch mit dazu und die Projektgesellschaft Vamed. Also da hat man schon sich ein bisschen was angeeignet. Und man muss also ganz klar sagen, man hat ja jetzt auch neuerdings einen neuen Vorstandschef mit dem Namen Stefan Sturm. Und der konnte tatsächlich jüngst erst dann halt eben positiv vermelden, dass man die Gewinnprognose für den Mutterkonzern, nämlich für Fresenius, anhebt. Naja, und manchmal muss man ja auch gar nicht so weit schauen, wie ich Ihnen immer wieder sage. Man muss nicht unbedingt nach Asien oder Amerika schauen, um halt eben gute Aktien, gute Werte zu finden. Nein, da reicht es schon, wenn man hier in Frankfurt in der Nähe bleibt, nämlich in Hessen. Denn Fresenius hat halt eben seinen Stammsitz halt eben in Bad Homburg. Ja, und da war ja lange Jahre Ulf Schneider der Vorstandsvorsitzende. Und der hat tatsächlich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Übernahmen Fresenius weltweit zu einem aktiven Konglomerat in der Gesundheitsbranche ausgebaut. Naja, und jetzt muss man sagen, hat er das Unternehmen verlassen. Jetzt haben wir einen neuen CEO mit dem Namen Stefan Sturm. Aber der scheint genauso optimistisch und genauso aktiv zu sein, Mutter und vor allen Dingen Tochter Fresenius und Fresenius Medical Care weiter nach oben zu bringen. Und wenn wir mal überlegen, dass gerade Fresenius jetzt zum 50. Mal in der Folge das Quartalsergebnis des Vorjahres tatsächlich übertroffen hat, dann ist es doch mehr als nur ein Qualitätsmerkmal. Und wenn man sich die Aktie anschaut, längerfristig, weil ich bin ja ein Freund von längerfristigen Anlagen, das wissen Sie ja von mir, ja, auf 3 Jahre hat die Fresenius-Aktie 108% plus gemacht, auf 5 Jahre sogar 177%. Also da soll man nicht sagen, man könnte am Aktienmarkt kein Geld verdienen. Also da ist da doch einiges passiert. Und man muss fragen, vor allen Dingen Fresenius ist auch in den Regionen gewachsen, wo sich die Konjunktur bei Zeiten abgekühlt hat. Auch das durchaus ein sehr, sehr positives Merkmal. Und jetzt muss man sagen, hat man die Unternehmensbereiche, vor allen Dingen die Sparte Kabi. Kabi macht Flüssigmedizin wie Infusionen und klinische Ernährungen. Die hat also ordentlich zum Umsatzergebnis beigetragen. Und da forciert man halt eben in den nächsten Jahren auch mehr zu machen, noch mehr zu verkaufen. Und die schöne Tochter Fresenius Medical Care, auf jeden Fall auch für Sie einen Blick wert. Ja, das Thema Dialyse steht ja bei Fresenius Medical Care ganz weit oben. Und das nicht nur in Deutschland und Europa, nein, vor allen Dingen die Amerikaner setzen auf die Dialysetechnik von Fresenius Medical Care, vor allen Dingen in Nordamerika, und da scheint es tatsächlich auch zu laufen. Also alles, was mit Dialyse, mit Nierenerkrankungen zu tun hat, daraufhin hat man sich spezialisiert bei der schönen Tochter Fresenius Medical Care, und die macht immerhin die Hälfte des Umsatzes der Mutter Fresenius aus. Also dementsprechend auf Fresenius Medical Care liegt gut bei den Erwartungen. Und da muss man also auch dazu sagen, die Dialyseprodukte, naja, die scheinen für das Gesamtjahr 2016 halt eben auch in der Prognose nochmal bestätigt zu werden. Und da werfen wir auch mal kurz einen Blick auf die Aktie bei Fresenius Medical Care. Auf 3 Jahren hätten Sie hier ein Plus von 70% machen können, auf 5 Jahre 55%. Also, beide Unternehmen bleiben bei ihren Prognosen. Die Mutter hebt sie sogar leicht an, nämlich
Fresenius selber, Fresenius Medical Care, unterstützt das Ganze nochmal. Und wie gesagt, auf 3 bis 5 Jahressicht und so lange sollte ja Ihr Anlagehorizont auf jeden Fall gehen, haben Mutter und Tochter auf jeden Fall im Markt punkten und gewinnen können. Und immer, Entschuldigung, wenn es an der Börse rappelt, dann sehen die beiden Werte als defensive, als starke Werte auf jeden Fall dann doch noch eher auf der Kaufseite. Führen ansonsten vielleicht manchmal ein kleines Schattendasein, aber vollkommen zu Unrecht, denn beide, Fresenius und Fresenius Medical Care, haben eine hervorragende Marktposition erworben. Und bei Umsatz und Ergebnis will man da dieses Jahr auf jeden Fall noch ein wenig drauflegen. Klar, der neue CEO Stefan Sturm will sich natürlich auch einen Namen machen und natürlich das Unternehmen, was er wirklich hervorragend übernehmen konnte, von Ulf Schneider, seinem Vorgänger, dementsprechend weiterhin positionieren. Also somit auf jeden Fall für Sie Langfristanlage Fresenius, Fresenius Medical Care einen Blick wert. Ja, das war Mick Knaufs Daily. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.